Man weiß es ja nicht. Weil wir haben jetzt die Nachtsicht. Was? Wir können jetzt in dem Zelt was gucken. Ja, toll. Gab es irgendwo das zu tun, was wir hätten brauchen können jetzt? Noch? Ne, weiter. Gestrüpp nicht. Naja, gut. Oh, wie ich das schon kommen sehen werde. Irgendwann werde ich irgendeine Melodie vergessen, weil ich eine Aufnahmepause mache, dann hänge ich denn da. Ach, wir gehen noch mal die Nachtsicht. So ein Scheiß. So, wir können doch jetzt hier. Webstuhl. Nein, das funktioniert nicht. Ich brauche wirklich auf den Webstuhl. Okay. Das ist dieselbe 4 Noten, die der Schwan auf die Ältesten gespannt. So, so. Sie heilen immer noch durch den Webstuhl. So, so, das ist also dann quasi der Schwanengesang. Daher wohl auch Schwanensee. Ob wir hier irgendwie. Ich vermute ja auch mal, wir müssen jetzt halt dieses Schwanenlied lernen, damit wir irgendwie selbst zum Schwan werden können, um so dann unserem Schicksal zu entrinnen. Und unserem Schwarm zu folgen. Warum wir selbst nicht in einen Schwarm verwandelt wurden, ist mir noch ein bisschen unbegreiflich. Ich weiß es nicht. Wir standen da nur doof in der Ecke, anstatt da irgendwie hätten sie uns Wort melden können, das wäre einfach übersehen worden von allen Schwänen. Und dann öffnet Hatchet einfach so ein Portal, weißt du, da hätten wir auch reinhören können, aber nein. Wir müssen natürlich den langen Umweg nehmen. Den wir das Weben lernen und sowas. Himmel. Ah. Bringt Himmel was? Ich weiß nicht. Der Himmel ist dunkel. Lass mal Tag werden hier. Da muss ich weiter. Ach ja, das war ja die Geschichte. Können wir da vielleicht. Ah ne, wir sind ja zu weit weg. Naja. Da muss ich wohl etwas näher ran. Gut, wir haben jetzt den Webstuhl-Song gelernt. Der Webstuhl-Song. Jetzt haben wir hier die Muschel. Muss auch irgendwas gebracht haben, dass die Muschel aufgebrochen wurde. Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben. Das ist auch falsch. Ich brauche wirklich auf eine Muschel. Das ist natürlich ärgerlich. Möwen lasse ich auch nicht weiter. Kann ich nach links weiter? Nein, der Pfosten mit der Möwe versperren den Weg. Immerhin hören wir mal wieder die Melodien von den einzelnen Dingern. Ich hoffe mal, das Spiel ist auch so nett, dass es in späteren Situationen die Melodie auch nochmal wiederholt, dass man da vielleicht nochmal wieder drauf kommt. Ach Mann, Moment, ja. Moment, ich kann es doch bestimmt. Ja, ich bin manchmal ein bisschen sehr verpeilt, deswegen spiele ich solche Spiele nicht. Moment, ich kann doch hier, das ist doch ungesponnener Stroh. Das heißt, wenn wir jetzt nämlich die Spinnrad-Song spielen, dann müsste doch theoretisch. Hat sie in Gold verwandelt. Ja, nee, ist klar. Daraufhin ist versponnen. Wir können einfach. Textilien, einfache Stroh in Gold nähen. So, so. Aber das würde natürlich jetzt auch eine Sache erklären, nämlich wie wir hier weiterkommen. Denn im Wald haben wir doch dieses tolle Gestrüpp, das können wir dann ja auch quasi spinnen. Ich glaube, ich spinne. Das Gestrüpp muss doch da weg. So, hallo Eulen, danke für die Nachtsicht. Das ist schon eine sehr tolle Insel, auf der wir hier leben. Sie gefällt mir. Wirkt zwar ja vielleicht an ein oder anderen Stelle ein bisschen sehr unheimlich, hier so um die ganzen Gestrüpp, aber ansonsten. So, komm her. Das muss jetzt klappen. Nein, es klappt natürlich nicht.
Der Spruch wirkt nicht auf das Gestrüpp. Na, das ist ja ganz toll. Vielleicht können wir hier das Grabstein weben. Nein. Das ist jetzt sehr blöd. Haben wir hier sonst noch irgendwas zum Anklicken? Manchmal ist es einfach so, man muss mal einfach mal durch jeden einzelnen Bildschirm im Point-and-Click-Adventure laufen und mal gucken, ob man irgendwas übersehen hat. Also wie zum Beispiel die Dunkelheit. Die haben wir auch beim ersten Mal nicht sofort gesehen. Gehen wir nochmal zum Färber. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas machen. Vielleicht Färbemittel oder sowas. Auch wenn mir jetzt nicht ganz begreiflich ist, was der Weber-Zauber da jetzt genau bewirken soll. Aber manchmal sind da Point-and-Clicks auch immer ein bisschen sehr irrational. So, wir können noch mal hier... Ja, hässliches Grün. Sag's ruhig. Ja, scheußliches Grün. Aber vielleicht, auch wenn natürlich schon alles fertig gesponnen ist, vielleicht können wir mit irgendwas machen. Nein. Der Spruch wirkt nicht. Auf Wolle. Glasflasche. Bringt auch nichts. Wirkt alles nicht. Hier die Wolle. Das ist ja auch noch nicht fertig, also... Vielleicht... Nee. Warum leuchtet das da oben? Hä? Wolle. Grasgrün. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Ja gut, aber vielleicht ja... Irgendwie... Nee. Okay, vielleicht der Kessel... Haufen. Haufen, räume dich auf. Macht er nicht. Der Spruch ist, wirkt nicht auf die Wolle. Okay, was steht da? Was steht da? Was sagst du mir dazu? Dieser Haufen muss doch gefärbt werden. Toll, muss alles gefärbt werden. Rot. Rot. Ah. Okay. Zack. 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 So, so. Ich habe die Farbe geändert. Ah, wir haben eine neue Note gefunden. Aus Weiß werde grün. Juhu, jetzt haben wir ganz viele grüne Klamotten. Sehr schön. Können wir damit irgendwas mit dem anfangen? Mach mal. Nee, wir brauchen das G. Okay. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, hatten wir irgendwo eine Melodie, wo wir das F bräuchten? Ich weiß es nicht mehr. Verdammte Axt. Gucken hier. Haben wir noch was? Was meine ich mit dir rumexperimentieren? Gold. Vielleicht können wir mit dem Gold irgendwas machen. Mal gucken. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Können wir die Münzen auch irgendwie... Miau. Nein. Wirklich auf einen Haufen Gold. Wir können leider keinen Grün draus machen. Es gibt dieses Spiel übrigens auch als Sprachaus- oder Mitsprachausgabe. Ich weiß allerdings nicht, ob ein deutscher oder englischer. Ich habe keine Ahnung. Aber man hat mir gesagt, sie sei nicht so toll und naja, es geht ja auch immer ohne. Ich kann jetzt die Muschel grün färben. Hat das irgendeinen Sinn? Oh, das ist ja schon vorbei. Ja, gut. Kann ich die Möwen grün färben? Gut, Alternativplan. Gestrüpp. Irgendwie, vielleicht muss das Gestrüpp ja wachsen, damit wir da durch können. Ich weiß noch nicht, welchen Sinn sich das erschließen muss. Aber vielleicht, naja, mal gucken. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Ich
Ich habe meine Maus verloren, weil ich automatisch an den linken Rand geklickt habe und der jetzt automatisch rüberläuft. Und dadurch jetzt so ein kleiner Filmwechsel ist. Toll. So, was müssen wir gerade noch machen, anstatt hier nur Erdbeben erzeugen? Können wir es vielleicht färben? Gut, dass ich die Sprüche wenigstens 3000 Mal hier aufsagen muss. Und vergesse sie vielleicht auch nicht. Gestrüpp. Aua. Mhm. Bringt auch nichts. Verdammt der Axt. Hier muss doch irgendwo... Himmel. Himmel. Das wird bestimmt funktionieren. Da muss ich wohl näher ran. Ach, wahrscheinlich muss ich da erstmal zum Schwan werden. Da kann ich da hochfliegen, kann dieses tolle Portal dann aufmachen. Natürlich. Das würde natürlich einiges erklären. So, hier gibt es wahrscheinlich keinen Himmel. Nein. Ja, also wenn man das Spiel kennt, kann man es in 3 Stunden durchspielen. Man sieht es, dass ich es nicht kenne. Toll. Ich war mal, ich hätte die grüne Melodie schon mal gehört. Beim magischen Webstuhl war das noch hinten mit der anderen C-Note, mit der hohen. Ansonsten habe ich doch nirgendwo was gehört. Was passiert eigentlich, wenn ich die grünen... Ah, die war wahrscheinlich nur zum Zeigen so, ah, pass mal auf, kannst du grün machen. Aber wir gucken einfach mal. Das andere braucht ihr ja das G, die Wasser, diese Flasche mit der grünen Substanz. Haben wir hier sonst irgendwie was? Scheißliches Grün. Das ist schon grün genug, ja. Also wir können tatsächlich irgendwie nur Sachen grün machen. Das ist ja ein ganz toller Trick. Ja, das ist sonst nur das. Das bringt uns alles nichts. Grasgrün, nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Bäh, ich hasse Grün. Kommt man. Da komme ich wahrscheinlich nur wieder Zelt rein. Da habe ich jetzt einen Spindelsong gelernt. Was bringt mir der Spindelsong? Ach ja, dass ich das gestoppt mache. Genau. Rot, rot, rot. D. Gelb? Gelb? Echt gelb? War das echt gelb? Hab ich das drüben gemacht? Ja, hab ich da ausprobiert, ne? Ja. Naja, hier wird drin auch nichts sein. Was soll ich mit dem Wandteppich machen? Hab ich das mit dem Gelb da oben probiert? Ich frage mich mal, ich hätte eine andere Melodie gehabt. Nochmal ausprobieren. Ja, ich weiß, ich laufe jetzt doof hin und her. Juhu. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ich habe auch mehr erwartet, dass hier wesentlich mehr Musik ist. Wo ist die Musik? Soll das so sein? Ist das irgendwie ein Spielfehler gerade bei mir? Liegt das daran, dass ich aufnehme? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Habe ich irgendwas weggeklickt? Ich weiß es nicht. Komm, nehmen wir mal das Gestrüpp hier nochmal. Dann machen wir das nochmal. Probieren wir es nochmal. Das muss doch hier wohl wegzukriegen sein. Das kann aber nicht angehen. Nee, davon lässt er sich nicht beeindrucken. Ja, das glaube ich auch weniger. Halt, nein, solltest du jetzt nicht da raus. Ich wollte nochmal das Grabstein da gucken. Gucke er das Grabstein. In Gedenken an Lady Signal Street Bear. Das sind so komische Punkte. Das ist, glaube ich. Ja, gut, nicht weiter wichtig. Was ist das für ein komisches Symbol? Ach, hier der tote Baum. Das ist der tote Baum da oben. Tag, an dem sich der Himmel öffnet. Hm, ja. Warum konnten wir auch nicht? Wir konnten ihn auch nicht anwählen. Wir haben im Grunde genommen nur diese drei Bildschirme.
das Dorf, den Wald und diesen komischen Steg, wo wir die Muschel geöffnet haben. Und vielleicht war die Muschel auch einfach nur so, guck mal, du kannst mit dieser Melodie Sachen bewirken. Vielleicht war das nur so eine Art kleines Tutorial, so kleines, hier, guck mal her. Andererseits frage ich mich dann längst, was soll mir das gebracht haben? Also, da gehe ich nicht nochmal rein, das ist mir zu langer Weg. Wahrscheinlich ist genau da, wo ich hin muss, ne? Kann ich auf den Spinnenrad hier irgendwas? Ne. Ja, genau. Leute könnten ruhig mal wieder hier etwas aufräumen, ne? Ich meine, wenn sie noch da wären, könnten sie das mal machen. Aber die haben sich ja so, wie es mal immer mal wieder passiert, sind einfach in Schwäne verwandelt und sind irgendwie in den Himmel hineingeflogen. Also nicht irgendwie zum Himmel, gen Himmel geflogen, sondern wirklich in den Himmel irgendwie rein. Durch ein Portal. Also da brauchen wir noch dieses blöde G. Mit dem Blau. Also wenn die Noten hier Farben sind und wir die Farben finden müssen, um die Noten zu aktivieren, dann brauche ich irgendwas Blaues, aber ich habe immer noch nichts Blaues gesehen. Außer natürlich jetzt das Meer, das vom Pseudoblau ist, aber. Ja, du bist rot, 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 pink. Oder beige, meinetwegen auch, lass ich auch noch durchgehen.